Liebe Leute, willkommen wieder bei Minecraft Dungeons heute. Nicht wieder alleine, sondern mit Sir Zombie, mit dem, ja, mit dem OP Mega. Ich lauf auf die Stelle. Wie sagt man ja, das? Ja, ich bin so schnell. Ich krieg meinen Mauszeiger unter mich. Ja, okay. Das kann ich dann mit dem Controller nicht. Nein. Ja, ich bin doch da, ganz ruhig. Ich kann das halt. Ich kann nur Q. Ja, das. Komm her, ist er. Wenn man am PC spielt und man fragt, wollt ihr Lust auf Konsole zu spielen? Okay. So, Leute, das letzte Mal haben wir die Kürbisweiden gemacht. Jetzt haben wir noch die Kakteenschlucht, die Redstone-Mine und das Sumpfding. Und die gruselige Gruft, wollen wir die nicht machen? Wo ist die denn? Da oben links? Hä? Die haben wir gefunden, das war diese unterirdische Gruft, wo wir rein sind. Da haben wir ein Level freigeschaltet. Die kenne ich nicht. Dann machen wir die gruselige Gruft auf. Man kann Standard 1 nicht auswählen. Ich kann nur, das kleinste ist Standard 2 und das höchste Standard 5. Empfohlene Kraft 22. Wo sehe ich denn, welche Kraft wir haben? Rechts daneben unten. Teamkraft ist gerade 9, meine Kraft ist 8. Vielleicht sollten wir dann nicht 22 nehmen. Nee, 10 würde ich nehmen. Standard 3. Okay, dann mache ich das. Annehmen. Da gibt es aber auch, wenn ich das richtig gesehen habe, als Beute Schuhe. Kann sein, ja. Ist ja auch von dem Level irgendwie so ein Unterlevel. Die gruselige Gruft. Geschichten aus der Gruft. Kennst du das noch? Das war so cool. Ja. Mit diesem grünen Typen, der die Geschichten erzählt hat. Ja, und dann waren immer irgendwie zwei andere, die genervt haben die ganze Zeit. Und dann meine ich nicht den anderen coolen grünen Typen, der immer Duck macht. Nicht Skeeter. Nicht Skeeter. Nein. Ui. Ach, Das ist der Eingang. Wir sind also quasi genau vor dem Dungeon. Okay. Ja, diesmal wahrscheinlich größer. Jetzt gehen wir hier lang. Jetzt sind die alle weg. Ich habe ja meine Mega-Sensen beim letzten Mal bekommen, Leute. Jetzt werden alle... Ein Bogen Level 11! LOL! Gott. Eine Jägerrüstung. Alter, wie viel Loot droppt denn hier? Gutes Level. Zack. Bist du überhaupt noch da? Zack. Ja, ich habe nur gerade nebenbei noch den Ingame-Sound ein bisschen leiser gemacht. Zack. Macht doch Spaß mit den Sensen. Oh, hier drinnen sind... Warum ist hier drinnen einfach mal ein Baum? Weil Licht reinscheint. Lass den doch wachsen, den Jungen. Guck mal, ich habe eine Chance, dass ich 5 Pfeile gleichzeitig schieße. Warte. Hallo? 20% gerade ging es 5 Mal hintereinander los. Wo ist denn jetzt diese Chance, von der du redest? Ja, die ist schon sehr gering. Jetzt! Da. Guck mal, die Blöcke hier fallen runter, wenn man drauf drückt. Lol, stimmt. Ich dachte gerade so, hä? Ein Glück, dass du mich nicht getötet. Aber sowas finde ich immer ganz cool, diese unterirdischen Dungeons in der Höhle, weißt du? Ja, die Dungeons. Die echten Dungeons, nicht die Fake Dungeons. Oh, ich hab TNT. Ich hab's geworfen. Was passiert jetzt? Mach alle kaputt. Ich hab damit echt einige umgebracht. Das tut mir sehr leid. Hier liegen Pfeile, willst du die? Ah, nee, ich glaube, die siehst du nicht. Hä? Dann sehe ich den halt nicht. Pfeile sollt ihr eigentlich sehen. Vielleicht sind hier wieder unsichtbare Truhen. Wir müssen unser Auge offen halten. Ich schnetzle hier gerade. Ja, Leute, ich habe in der letzten Folge... Du bist jetzt tollwütig mit deiner neuen Waffe. Ah! Was ist passiert? Keeper. Er hat so weh getan. Ich helfe dir, Mann. Fleisch. Heiltrank. Oh. Das sind direkt wieder schnell. Ich habe in der letzten Folge ja diesen lustigen Kescher bekommen, Leute. Mit dem kann ich Feuerpfeile verschießen. Aber... Alles cool. Oh, eine Platte. Ich hab gedrückt. Noch 2 Feuerpfeile habe ich noch. Oh, hier ging die Wand auf. Oh, hier kamen ganz viele Gegner. Die spawnen hier einfach. Guck, wie frech. Das sind die illegalen Villager wieder. Illager. Glaubst du, die dachten wirklich an eine illegale Villager in dem Moment? Ich hab eine Spitzhacke, Mr. Moore. Eine real Spitzhacke? Minekraft. Ist die stark? Nee, die ist eigentlich echt schwach. Okay. Ich habe einen Bogen bekommen. Einen grünen. Ja, besser als nichts. Was ist da drinnen noch? Ist da noch irgendwas zum kaputt machen, oder? Eine Vase. Mit Geld. Wenn du nicht überstecken bleiben würdest. Läufst du da dort gegen die Wände oder ist das das Internet?
Ich laufe gegen die Wände, weil ich auf die Minimap ist. Die Map ist ja sehr groß. Ich guck grad mal. Okay, wo waren wir noch nicht? Warum läufst du gegen die Wand? Woran erkenne ich, wo wir noch nicht waren? Wenn es ausgegraut ist, waren wir da noch nicht, schätze ich. Genau. Und weil es so Umrandung ist, da waren wir, okay. Oh, oh, au! Ich rette dich, renn weg! Oh, oh, oh! Hundi! Erfolg freigeschaltet Diamantschwert, ich weiß nicht warum, aber danke. Das ist, weil ich krass war. Ich hab kein Diaschwert. Ja, ich auch nicht, aber wir waren krass. Pam, pam, pam. Oh, eigentlich kann ich kurz bevor die explodieren, die mit meiner Angel stunnen, oder? Ja. Dann sterben sie schneller. Wenn das denn immer klappen würde. Alter, manchmal die Leichen der Creeper, wenn die noch so rumwabbeln. Ja. So, oh. Echt cool. Okay, ja gut, aber unser wo ist jetzt hier mein Loot? Der Weg ist nach. Wo lang bist du? Wo ist unser Hauptweg? Ich finde, die verschollene Schriftrolle ist unsere eigentliche Mission. Aufgabe? Du bist so schnell, ich komme da nicht mal hinterher. Okay, aber dann wäre ich da noch beim Eingang, da waren wir noch nicht komplett überall, oder? Hast du. Oh. Böser Creeper. Böser Creeper. Wo bin ich hier? Ich teleportiere dich mal zu mir. Achso, so. Ja, Moment. Den Gegner gerade nicht belästigen, ja. Teleportieren. Y gedrückt halten. Okay, okay. Ich werfe meine Enderschmür. Halt dich fest. Die kommt jeden Moment. Hallo. Hallo. Ich bin's. Waren wir hier überhaupt schon? Nee, deswegen gehen wir hier lang. Achso, meinst du entgegengesetzt von unserem eigentlichen Missionsziel? Oh, eine Kiste. Ne, die hab ich gerade geöffnet. Ich hab mir nicht Bescheid gesagt. Oh, ich hab wieder mein TNT. Mann, ich will mit meinen Pfeilen schießen und wirf dann das TNT. Aber ich hab neues bekommen. Perfekt. Ja, ein Opfer gegen neues TNT. Echt groß, dieses Dungeon-Ding. Geht das? Nee, wo bist du hingerollt? Ach, aha, ich glaube, da ist nichts. Kann das sein? Das war eine Abkürzung. Du wusstest das. Wolltest mich nur in eine Falle locken. Ist hier was drin, ne? Nee. Da ist nichts drin. Ja, da ist noch ein bisschen. Mal, ich renne jetzt immer aus Reflex wirklich überall rauf, weil ich denke, das spawnt eine Truhe. Ja, ist doch gut. Jetzt spawnt aber keine und dann bin ich enttäuscht. In jeden Raum einmal reingehen, dann ist man auf der sicheren Seite. Immer wenn keine spawnt, bin ich aber enttäuscht und weine. Oh, nicht weinen. Und Stärketrank. Oh, jetzt gehen die down. Verreckt da hinten! Ich mag das TNT, das ist cool. Ja, außer wenn es mich umbringt, dann ist es nicht mehr cool. Hier ist auch keine Truhe. Oh. Aber ich kann meinen Hundi mal wieder rufen. Ach, hier bist du. Da ist eine Kiste. Ich komme. Ich laufe. Eine Jägerrüstung. Selten. Yay. Jetzt hätte ich gerne einen Teleporter. Aber guck mal, wenn man M drückt, steht unten links. Also wenn du die Karte öffnest. Ja. Steht unten links sogar gefundene Truhen 3 von 8, gefundene Geheimnisse 1 von 2. Nee. Nee, es gibt noch einen extra Kartenknopf. Unten auf der Leiste müsste der stehen. Aber wenn ich das gedrückt halte, ja. Gefundene Geheimnisse 1, 2 und geöffnete Truhen 8, 3 von 8. Ja, das ist, wenn ich den gedrückt halte, so richtig. Ja. Okay. Ja. Was aber, ist mit Geheimnissen das Hauptmissionsziel gemeint? Was? Nein. Geheimnisse sind geheime Sachen. Was war denn die eine geheime Sache, die wir schon gefunden haben? Vielleicht dieser Raum, wo die Wände runtergefahren sind, weil sie den Schalter gedrückt haben. Hm. Sonst hast du vielleicht schon eine Kiste oder sowas aufgedeckt, ohne es zu wissen. Na, dann wirst du traurig. Ich war vorhin hier in... Komm doch mal hier lang. Ich bin hier... Nicht, oder? Doch, komm doch mal hier lang. Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht, wo ich vorhin... Nee. Wo war das denn? Wo war denn die Brücke? Die kommt hier. Achso, dann war ich doch vielleicht da, wo ich jetzt hingehen. Und ich dachte, ich bin schlau. Waren wir hier drinnen schon? Ja. Alles schon ausgeleuchtet auf der Map. Ah, dann bin ich einfach nur doof. Kann ich hier runterfallen, wenn ich einfach auf so ein Ding... Nee.
Eigentlich müsste man runterfallen können. Kriegt ihr nur ein bisschen Schaden. War in der Luft. Da, hier sind wieder Spinnen. Wo das? Ich laufe und laufe. Ja, genau hier war ich vorhin. Da habe ich die Enderperle benutzt. Ah ja. Und bin dann zu dir. Hallo. Halte durch, ich bin da. Gerne. Ach, ich bin so langsam. Ach, was? Wolltest du mich umbringen? Ich hab's gesehen. Ich habe nur Geld gesehen. Andere Seite? Keine versteckte Kiste. Aha, du kommst niemals, okay. Doch, ich komme. Jetzt niemals, wirst du. Aber meine ich auch nicht so schnell. Aber wir sind gleich schnell gerade. Warum siehst du, du siehst so schnell aus? Weil einfach, zwei Dinger so rum. Da ist ein Schalter. War es ein guter Schalter? Ich weiß nicht, er leuchtet rot. Meistens beleuchtet rotes Leuchten. Ja, du hast was gewonnen, oder? Ja, schon irgendwie. Rotes Leuchten ist eigentlich immer ein positives Zeichen. Was macht mein Hund da? Der greift durch die Wand die Zombies hier an. Guter Hund. Da ist ein Schwert gespawnt. Oh. Ach, lecker Brot, Mann. Haben wir jetzt noch mehr? Wo ist mein Hund hingerannt? Ach, hier oben. Ich Das war kein Geheimnis. Sie haben aufgehoben ein Schwert. Ja, ein besseres Schwert bekommen. Bird. Das nehme ich doch mit. Okay, das war aber kein Geheimnis angeblich. Nee. Guck mal noch die andere Seite vom Raum. Oh, oh. Ach, Mann. Ach, ich habe ja noch Stärketrank aktiv. Hätte ich eigentlich ausnutzen sollen. Aus dem Weg, aua, Mann. Ich jag mich nur selber in die Luft mit den Creepern. Oh, was? Bitte, bam. Freund ist gefallen. Oh Gott. da lang, oh. Dann hier durch, da runter. Es steht ein Creeper an meiner Leiche. Darüber und zack, zack, zack. Da kommt der zack, Creeper, zack, Achtung. Aufheben. Ich wollte nur gucken, was hier ist, Mann. Levelaufstieg, Verzauberungspunkt verdient. Ich auch. Kriegen wir mal gleichzeitig Level? Wahrscheinlich schon, weil wir gleichzeitig gespielt haben alles, ne? Wow. Okay, ist hier ein Geheimnis? Nein. Warum sind denn hier die Räume, wenn hier keine Truhen sind? Was soll das? Ich geh mal in deine Richtung. Vielleicht bist du ja auf der richtigen Fährte. Ich bin in einem großen Raum mit vielen Creepern. Hier ist eine grüne Fackel, aber mehr auch nicht. Hallo? Ich warte hier, dass du Creeper töten kannst. Verreckt! Wie schnell. Ist einfach alle auf die Wände hochgesprengt worden. Ist mein Hund noch da? Ah, jetzt wieder. Aua. Ich hab zweimal gecreepert. Schatten, was war das für ein Schattentrank? Was macht der? Ich habe keine Ahnung. Du hast ihn noch gerade aufgehoben einfach. Ja, schau mich mal an. Hui. Vielleicht kriegt man keinen Schaden mehr oder so. Ich bin auch irgendwie durchsichtig scheinbar. Ah, dabei. Vielleicht bist du unsichtbar in der Zeit. Aber bedeuten grüne Fackeln was? Nee. Ah. Deko. Ja, kann ja sein, dass es mal was bedeutet, ausnahmsweise. Muss ja nicht immer alles Deko sein. Oh, oh, ich muss weg. Aua. Ich hol dich, halte durch. Ja, wir sind nur mit Pfeilen gelöchert in der Zeit. Aber lass dich nicht wieder vom Creeper töten. Doch. Ich will mehr Creeper-Tode. Du hast nur noch 72 Pfeile. Ich habe 324. Hallo? Ja? Hast du es nicht gehört? Bin ich dumm? Habe ich was gemacht? Es kam gerade so ein Geräusch. Kann sein, dass es. Ich glaube, das war aber da drüben irgendwo. Aber du hast ja auch gerade noch mal. Ja, aber ich meine, das kommt von links irgendwo, dachte ich. Vielleicht haben wir das getriggert. Ich weiß nicht. Du hörst gerade die ganze Zeit? Ich weiß nicht. Okay. Ist macht dein Hund bestimmt, der löst gerade Rätsel. Das ist, ne, Tomb Raider ist das. Der Tomb Raider Hund. Oh. Ja, ich freue mich, das sind eigentlich ganz stark. Ich muss es mal probieren mit dem. Ne, da kommen wir gar nicht durch.
Sieht aber auch so aus, als wenn man es öffnen könnte. Ja, auf der Karte geht es hier auch durch. Vielleicht können wir es von der anderen Seite öffnen, wenn wir einen Weg gefunden haben. Bin ich irgendwie doof? Warum höre ich Geräusche? Weil du verrückt bist. Ja, scheinbar. Einzige logische Erklärung. Oh oh. Ey, ich bin auch nur von Creepern erwischt, ne? Ich weiß nicht, warum ich das nicht geschissen bekomme. Nicht von Creepern erwischt zu werden. Das ist der Wahnsinn. Ist aber echt riesig, da kann das Ding hier, ey. Hätte ich nicht gedacht. Ist doch cool. Ja, ja. Eine riesige Gruft. Klar, es ist halt, wenn du... Weißt du, das ist halt, wenn du mit Abenteurern wie mir spielst, dann findest du auch sowas, weißt du? Ich muss sagen, ich fände das Spiel in First Person halt auch echt ultra cool. Meinst du in der Minecraft View? Ja. Weil in Minecraft gibt's ja nicht so coole. Ja, aber in Minecraft gibt's nicht so coole Waffen. Und coole Rüstungen und so Set für so RPG-Sachen, weißt du? Ah, eine Spitzhacke. Jawohl. Da hast du recht. Irgendwie, hm. Also, eigentlich müssten sie allgemein mal in Minecraft die Dungeons überarbeiten im normalen, weißt du? Dieses, ja, das wäre cool. So dass da nur so ein Spawner ist, ist halt auch irgendwie doof. Da ist eine Vase drinne. Oh, da kommen viele. Boah, hier kamen einige. Ich geh mal lieber zu dir. Ja, ich bin hier gerade. Ich bin wieder bei dem Gang. Da ist ein Schalter auch in der Mitte. Wir sind genau dran vorbeigegangen. Warte. Ne, wir konnten da vorhin von der anderen Seite rechts auch nicht hin. Ja, aber von der Mitte vielleicht. Ja, meine ich doch. Rechts wäre die Mitte gewesen, aber da können wir ja nicht lang. Meine ich. Ja, du warst da. Ich habe mir die... Doch, hier ist offen. Oh. Dann komm ich. Oder so. Ich drücke aber den Knopf, ne? Okay. Okay, ich guck mal zu von hier. Hallo, Mr. Mo. Wie komme ich zu dir? Ja, außen rum. Au. Kann es sein, dass du sogar richtig bist? Da zeigt mein Questmarker. Oh ja, warte, dann komme ich zu dir. Dann gehen wir erstmal bei dir noch weiter erkunden. Also, meiner Meinung nach guckt er dahin. Ja, ich sehe da auch einen gelben Punkt in dem Bereich da vorne. Jetzt ist der gelbe Punkt wieder da hinten. Ja, den will ich nur führen. So, nee, der sagt, ich soll jetzt da lang. Also wirklich jetzt. Vertrau mir. Wer trickt uns jetzt? Oh oh. Mann! Zack, 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 zack. Hatte das eine Story, das Ding, wo du hier rein bist? Nee, ne? Nee, ich hatte keine Sequenz oder so. Ja. Wahrscheinlich einfach nur ein klassischer Dungeon. Zombie ist ziemlich explodiert. Nee, der Creeper. Zombie ist explodiert. Au. Okay, warum sind hier so viele? Geht mal weg. Hier ist ein Schwein, hier ist ein Schwein, hier ist ein Schwein. Hör das. Ich versuch's. Ich komm nicht ran. Es rennt weg. Edgar! Hab's. Okay. Ich wollte gerade kommen. Ich hab aber einen schlechteren Bogen rausbekommen anscheinend. Mir hat sogar Sollen wir doch nochmal zurückgehen? Ich weiß nicht. Das hier ist nicht der richtige Weg, deswegen gehen wir doch hier lang. Oder sieht das für dich richtig aus, nur weil hier der Ausgang ist? Ja. Hä, ich bin jetzt komplett verwirrt. Warum zeigt mein Marker... Ja, hier geht's dann raus, sobald wir die Schriftrolle haben. Okay, keine Ahnung. Hier geht's... Hier ist der Sackgasse. Ich schätze mal, die Schriftrolle wird da sein, wo du warst. Also... Ja, ich hab die... Ich hab schon so einen gelben Punkt auf der Minimap gehabt. Aber wer sind denn die Leute, die hier überall Erde aufgebaut haben? Ein Craft-Spieler, der langweilig war. Hier warst du schon hinten, oder? Ja, glaube. Ich habe gar keinen Überblick mehr. Normalerweise kann ich mir sowas gut merken, aber... Wir sind ja viele Gänge, geh du mal vor, bitte. Ähnlich aussehen. Ja, folgen Sie mir. Du bist die Map. Die Map. Die Map. Gibt's eigentlich irgendwie Bonus, wenn man alles tötet, was man so findet? Keine Ahnung. Ich meine, am Ende vom Level steht's da. Aber ob man dafür wirklich Boni bekommt, kann ich dir nicht Multikill, sagen. Multikill, Junge. Hast du das gesehen? Ich hätte 1 Million Gegner getötet. Ich bin auch so ein bisschen stolz.
Bist du? Hallo? Mann, wir sind hier wegen Loot, was soll das? Wenigstens kriegen wir hier viele schöne. Das fand ich immer cool bei. Das war auch so ein Mod. Auch bei Hero hattet ihr das, glaube ich, damals. Hab ich ja nicht mitgemacht. Das so diese Dungeons in Minecraft richtig. So mit Türme, wo du runtergehst, immer tiefer und. Ja. War eine coole Idee. Naja, das fand ich cool. Ich weiß gar nicht, ob das. Ich hab ja schon seit Terraria gesagt, dass Minecraft mehr Terraria werden muss. Dass Minecraft cool wird. Aber Minecraft hat einfach keinen Bock. Oh oh. Ach, verdammt. Bin hier im Moment tot. Ich bin eingesponnen gewesen. Ich habe alles geschafft, glaube ich. Noch ein HP oder so. Nicht sehe ich. Oh. Ja, wir haben alles. Komm mit. Terraria, Mann. Wann kommt denn die Goblin-Armee eigentlich? Die war schon da. Echt? Hm? Was wollte ich immer? Die Schuhe oder so, ne? Die Raketenschuhe danach. Genau die. Die wollte ich. Die waren cool. Ja, die sind echt cool. So, hier habe ich den Knopf gedrückt und hier ging es dann auf. Hier bin ich aber noch nicht rein. Ich habe das Gefühl... Ich werde sterben. Hier kommen Gegner. Kannst du nicht eh schon deinen Haltung wieder einsetzen? Nee. Jetzt. Jetzt bin ich wieder voll. Wer will Stress? Geschafft. Ich mag das. Das ist irgendwie ein Zelda irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ach, guck mal. Truhen, die Schriftrolle. Oder das Buch. Nur keine Schriftrolle, ist eindeutig ein Buch. Wollen wir die Truhe looten? Ah, ja. Nur eine Spitzhacke. Und Schwert. Oh, Geld. Okay, dann nehme ich mal, verlasse die Gruft. Okay, schaffe ich. Ich glaube, den Eingang haben wir gefunden. Den Eingang kennen wir, aber den Ausgang auch. Ja, meine ich ja. Warum spawnen jetzt hier neue? Ja, damit es gefährlicher ist. Wir haben jetzt die Schriftrolle, die wollen uns aufhalten. Ah ja, ganz gesagt vergessen. Ding? Ich habe noch keinen Level-Up, aber ein Gegner. Oh, Küste! Hä? Die Wände hier sind jetzt offen. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, hier ist das kürzer lang jetzt, ne? Oder? Ja, genau. Du bist die Map. Ja, jetzt können wir dem gelben Marker auch folgen. Ihr solltet uns nicht mehr anlügen. Hattet ihr schon... Du spielst doch wieder Terraria, oder? Ja. Hattest du schon dieses gelbe Mega-Auge? So ein rotes Dämonenauge, so ein ganz großes? Gelbes nicht. Nee, rot meine ich. So ein Dämonenauge. Das Auge von Cthulhu? Weiß ich nicht. Der erste Boss? Ich erinnere mich nur an ein riesiges Auge, das wir 100 Jahre mit Pfeilen beschossen haben. Ja, das erste Boss. Da warst du auf Klo, als der kam. Oh. Und ich habe das aufgenommen. Das war was ist das denn für ein Riesenbaum? Ja, der ist weg bei mir. Stell, wenn man zu nah geht. Okay, hier sollen wir nicht lang, also gehen wir hier zuerst lang. Oh Mann, ich werde immer eingenetzt. Das kann doch nicht sein. Ich höre nur Schnetzel und ich stehe rum. Also dieser Fünferpfeil ist schon cool. Ja, ich kann mal gucken. Ich habe ja ein paar Skillpunkte. 30% Auslösechance könnte ich machen. Was könnte ich noch skillen? Und meinen Sensen kann ich reinskillen. Ja, kann meine Sensen Idee. Noch Feuerschaden machen? Nee, verwirren wollte ich, ne? Oh, es kostet, das ist echt teuer. Ich kann auch einfach den Schaden erhöhen. Um 20% gegen Untote. Und irgendwie ist doch alles untot, oder? Das ist nicht untot von den Gegnern. Ich weiß nicht, Creeper. Ich glaube nicht, dass Creeper als untot zählen. Also würde ich jetzt behaupten. Ja. Ich kill schon mal ein bisschen. Okay, dann kill du schon mal. Ich muss auch mal dann demnächst mal wieder skillen, glaube ich. Geh weg, Creeper. Hast du eine Kiste gefunden oder so? Gar nichts. Bin nur am Schnetzeln, aber gefunden habe ich nichts. Ich habe eine gefunden. Ja, eine goldene? Ja, eine goldene. Mann, wieder nur irgendwas, was ich nicht brauche. Wo bleibt denn jetzt der Crazy Loot? Ne? Wo bleiben meine Schuhe? Die Legendary Sachen. So viel Zeug gedroppt hier in dem Level, aber keine Schuhe. Kriegst du den nicht am Ende? Nee. Das, was im Level droppen kann, steht vorher da. Ach so. Dann bin ich einfach nur doof.
müssen nach rechts. Du bist nicht doof, du kennst es einfach nur noch nicht besser. Beides. Nö. Nö. Ich mag die Feuerpfeile, die sind eigentlich richtig cool. Ja, meine normalen Mon hätten alles schon. Aber ich mag eigentlich auch dieses Feuerwerk. Bin gespannt, wie stark die Gegner noch dann irgendwann werden, ey. Oh, guck mal, eine Gruft. Warte, hier ist noch Smaragd-Rubinen. Wollen wir in die Gruft? Ja, klar. Leute, ist der eine... Ist der ein... Was? Ist der eine andere? Ja. Ich dachte auch kurz, es ist dieselbe, aber der Eingang war in einer anderen Position. Dann bin ich jetzt nicht verwirrt, ey. Oh, oh, ich werde sterben. Zombie! 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 Ah! Rette mich! Jawohl! Pass auf, da komme ich noch von hinten! Pass auf! Pass auf! Er wird mich töten! Hund! Töte sie! Hund! Jetzt bin ich echt verwirrt. Jetzt sind wir in einem Dungeon-Level rausgegangen, in einen anderen Dungeon. Ja, in eine andere Gruft sind wir irgendwie reingegangen. Ey, vor mir jemand Leute gewusst. Sterben bei dem Spiel, lol. Richtige Loser, oder? Ja. So, hier. Kabumm. Toll, haben noch ein Kabumm für dich gedroppt. Ist aber voll oft so. Vielleicht haben sie das ja so eingestellt. Ja, dass wenn du viele erwischt, das einfach automatisch neuer kommt. Wäre cool. Hm. Was ist da? Ich hab das angeklickt. Was hast du getan? Oh, Gegner beschworen. Du hast sie sauer gemacht. Da lag so ein Skelett bei der Seite drin. Ja, das hast du sauer gemacht. Die mächtige Skelettrüstung. Oder einfach eine Kiste mit ein paar Steinen drin, okay. Ah, hier ist Loot. Toll, dafür mussten wir niemand bekämpfen. Jetzt kacke. Ja. Das ist aber cool, ey. Muss man jetzt auf Skelette achten, dass man die mal triggern kann? Das war schon sehr auffällig, weil das so in der Wand lag. Für dich vielleicht. Aber nicht für Abenteurer wie uns. Ja, das war schon die Gruft. Echt? Haben wir sie? Ja. Ja, dann komm ich raus, Alter. Wo bist du? Ach, du bist schon draußen. Draußen? Ich dachte, hä? Ich finde die Laternen cool. Oh, hier ist ein Grab. Ich hasse Creeper. Ah! Ich finde schade, dass es im normalen Minecraft immer noch keine Gräber gibt. Ich will ein Gräber. Ja, wenn man stirbt, dass man ein Grab hat, dann kann man die sammeln und einen Friedhof bauen und dann hat man ein Friedhofbiom. Da hat wohl jemand in Terraria reingeguckt. Nein. Das sind einfach nur eigenständige Tipps an die Entwickler von mir. Ja, können die sich nicht ein bisschen was von Terraria abgucken? 5 Millionen Items, die alle lustig und cool jetzt sind. Gerade kommt so ein Schnitt und dann siehst du die Entwickler, wie sie alle vor dem Video sitzen und denken, verdammt! Er hat recht! War hier eine Truhe? Ich hab's nur auf der Minimap gesehen. Ich hab die gar nicht gesehen. Komplett verwirrt. Müssen wir... Ne, ich folg dir, du bist die Map. Ja, ich bin die Map. Hier lang, werte Abenteurer. Ich führe euch durch den dunklen Wald der Creeper. Zu unersäglichen, guten Schätzen. Geld. Oh oh. Oh ne, Zauberer. Okay. Ah, jetzt wieder der Ausgang vom Wald. Ah, ja, okay. Also sind wir quasi wieder aus dem... Okay, ich verstehe. Sieg! Mission endet! Ey, das war ja Crazy Dungeon! Crazy, crazy! Mit Loot. Reise nach Lager. Okay, mehr Spieler benutzte Gegenstände. Aha. Siegte Spinne. 108% Truhen geöffnet. Wie geht das denn? Keine Ahnung. Was liegt eine Truhe besser haben? Geöffnet. Alter, eine Angel, geil. Ich will doch nur die Schuhe. Ich bekomme noch mal den Leckerknochen. Was ist das denn? Den Leckerknochen würde ich auch nehmen. Ich habe aber nur 1000 Angeln und Spitzhacken. Du musst es akzeptieren. Ja. So. Dann hole ich mir noch mal ein Artefakt jetzt. Verseuchtes Leuchtfeuer. Eine Angel. Das verseuchte Leuchtfeuer ist Quell unglaublicher Kraft und wartet nur darauf, seinen Zorn zu entfesseln.
Was? Wo ist das, was leuchtet, Leuchtfeuer? Y, kann ich nicht benutzen. Na gut, dann sehen wir uns bei einer anderen Folge wieder. Warte. Ich hab mir ein Heil-Item gekauft. Ah, ich kann es eh nicht einsetzen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.